Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect 3. Wir sind immer noch an Bord der Citadel, machen einen kleinen Landgang und schauen uns jetzt mal ein bisschen hier um. Damit wir, na komm, ein bisschen was erledigen können. Alles abarbeiten, was ich gefunden habe im Weltraum und. Ach ja, Nachrichtenterminal. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht, aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber... ich muss das selbst erledigen und aufhören, von meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Und tschüss. So. Haben wir welche Informationen, die ich kaufen kann? Nein, kann ich nicht. Immer noch nicht. Aufenthaltsort von Din Korlak. Okay. Wir müssen also dahin, um eine kleine Nebenmission zu machen. Danke. Kann ich nicht hin. Kann ich noch nicht abgeben. Dafür müsste ich ein paar Missionen gemacht haben, um das zu machen. Ich muss jetzt irgendwo in die Menschenbotschaft rein. Die Reaper-Truppen setzen ihre Angriffe im Asari-Sektor fort und haben den Nimbus-Cluster und das Leben. War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. Was gibt es denn hier zu finden? Eine Konsole. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viel. Aber der Kampf gegen die Allianz... muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Sie sind alle Monster! Botschafter, bitte! Hunderte von Toten. Odinas Feuerbruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus.
Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Das war definitiv Said. Und da ist die Wanze. Wann sollen wir Korlak töten? Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht sie das an? Das geht sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkish-Waffen überprüfen, wenn sie merken, dass ich weg bin. Sie sind denen egal, wenn rauskommt, dass sie sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Da gehen wir schon direkt automatisch zum nächsten. Said hat für Cerberus gearbeitet. Fragen Sie ihn, warum er hier ist. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Ja, gute Frage, würde ich auch sagen. Huch. Da. Na komm schon. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Okay. Gehen wir jetzt mal wieder hoch und helfen Korlak. Wie hier lang? Ich bin gerade nicht sicher. Eine von beiden Türen. Oh, ich vermassel es bestimmt wieder. Das ist jetzt die Tür bestimmt. Verdammt, falsche Tür. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen Sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne,
weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst ihr eigenes Volk verraten. Wir haben ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos-Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder sie geben uns beides. Sie können die Torianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Ich will aber beides. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Obwohl, Dialogoptionen existieren nicht wirklich mit Said. Von daher... mal gucken, ob wir noch was machen können. Wo ist Kai dann? Ach, da. Wundert mich, dass es noch Zutaten für so eine Speisekarte gibt. Wir sollten besser nicht fragen, wie oder woher. Schön, dass wir Zeit für sowas finden. Meine Psyche hängt in den Seilen. Es war alles ziemlich verrückt. Auf dem Mars lief mein Leben vor mir ab. Und da waren zu wenige Momente mit Menschen, an denen mir etwas liegt. Wie fühlen Sie sich zurzeit? Bereit für alles, was die Reaper aufbieten. Und dankbar, dass sie sich mal eine halbe Sekunde hinsetzen und entspannen. Ja, es ist ein guter Zeitpunkt, mal offen miteinander zu reden. Was trinken Sie? Wenn Sie gutes Wetter machen wollen, nehme ich auch noch ein Steak-Sandwich. Also? Ein Whisky und ein gutes kanadisches Bier. Ob die sowas haben? Wohl eher batarianischen Schadwein. Bei meinen Eltern in Vancouver habe ich auf ihrem Balkon über der English Bay eine Menge Bier getrunken. Ja. Wunderbare Aussicht. Aber wissen Sie was? Ich glaube, wir haben gute Chancen. Ach ja? Dadurch schlafe ich nachts besser. Schlafstörungen, Kaidan? Nur ein bisschen ruhelos. Zerplant man eine Karriere? Konzentriert sich darauf? Und plötzlich geht die Welt unter. Und es ist zu spät, um jemanden zu finden. Jemanden? Wir sind schon lange befreundet, Shepard. War ich mit jemandem zusammen? Ich bin wählerisch oder geduldig oder... Ich weiß nicht. Was ich nie gefunden habe, was ich will, ist etwas Festes mit jemandem, an dem mir bereits etwas liegt. Das ist mein Wunsch. Was wollen Sie? Oh, juhu! Jetzt kann ich genau das machen, was ich wollte. Ich wollte nicht mit Steve Cortez zusammen sein, sondern mit Kaidan. Sie und ich? Wollen Sie das damit sagen, Kaidan? Fühlt sich gut an. Oder nicht? Es ist schön, in schlimmen Zeiten jemanden zu haben. Das Leben teilen. Vielleicht Liebe. Jemanden? Sie, Kaidan. Ehrlich, es fühlt sich richtig an. Nach all der Zeit. Sie und ich. Gefällt mir. Sehr. Das
macht mich glücklich. Und dieses Glück bringt Vorteile mit sich. Wirklich? Ja. Wirklich. Wie war das? Psyche in den Seilen? Genauso ist es. Yes! Ich hab's geschafft. Wir sind jetzt mit Kaidan zusammen. Und das soll ich machen. Ah, ich find's toll. Ja, das war das, was ich erreichen wollte. Ich wollte wirklich nicht mit Steve Cortez zusammen sein. Obwohl ich das auch schon mal gemacht habe, aber Steve ist mir lieber. Kaida meine ich. So. Ah, das ist Liaba. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein. Aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Aber ich bin schon mit Kaidan zusammen. Kaidan ist mir ein bisschen wichtiger. Sorry. Docs Wartebereich. Said ist jetzt dort. Ach, wir müssen noch ins Purgatory. Und? Müssen wir noch ein... Habe ich was vergessen, ein Ort? Ich habe irgendeinen Ort, glaube ich, vergessen. Dum, 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 dum. Ja, gehen wir mal ins Purgatory. Ach, Huerta Krankenhaus. Da müssen wir auch noch hin. Machen wir auch noch. Direkt im Anschluss. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. So, jetzt aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch habe. Hast du geschafft? Nee. Was ich seltsam finde, ist, nach der Rückeroberung von Omega, frage ich mich wirklich, warum Arya Tilok noch hier ist. Das frage ich mich wirklich. Das muss eine Art Bug sein, Programmierbug. Die Galaxie kann uns wohl nicht trennen. Seit wir Omega zurückerobert haben, konsolidiere ich meine Kriegsressourcen. Das ist von hier aus ein wenig einfacher. Darum muss ich leider vorübergehend ganz primitiv auf der Citadel wohnen. Blue Suns, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Wir reden später. Ganz sicher. Okay. Wenn sie sicher sein möchte, dann kann sie ruhig hier bleiben. Oh, ich liebe dieses Mucke, die ist so geil. Und wie die alle tanzen, das gefällt mir. Sie haben mich als Ihren persönlichen Hilfsmack vorgestellt. Seien Sie nicht so, Edie. Ich weiß, was Sie fühlen, aber... Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Warum belügen Sie andere? Sie wollen sich nicht als KI mit Reaper-Code vorstellen. Man würde Sie lynchen. Das wäre keine effektive Methode, um meine Funktionstüchtigkeit zu unterbinden.
Okay. Wir haben schon geredet. Was hier oben noch ist? Gehen wir mal kurz ins Wärterkrankenhaus. Ah, ich liebe diese Mucke, die ist so geil. Es gibt keine geilere Partymucke. Auch wenn sie sich ein bisschen wiederholt. Ups, das wollte ich jetzt nicht hinfliegen, hinfahren. Wieso hinfliegen? Wärterkrankenhaus, da wollte ich hin. So. Ankunft beim Huerta-Krankenhaus. Ich hab's doch bestimmt irgendjemand, der irgendwas brauchte. Willkommen bei Sirta. Passen Sie auf sich auf. Hier gab's doch irgendjemand, der was haben wollte, oder nicht? Ah ja, ich muss die Mission noch machen. Erst dann kann ich die abgeben. Okay, dann gehen wir zurück zur Citadel, zu Normandy. Was ist denn heute los? Ich verwechsel immer die Wörter. So, rein da. Und Normandy-Bucht. Einen Moment, bitte. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reaper-Zart. Darf ich fragen, ob Sie darauf kommen, dass wir an dieser Besonderheit... Zurück zu Normandy? Jawohl. Und meine lieben Freunde, damit beende ich jetzt diese Folge, auch wenn sie ein bisschen langweilig war, wie in der letzten Folge, aber egal, was gemacht ist, ist gemacht. Ich bin mit Kaidan zusammen, juhu. Also, bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.